Was geht ab, YouTube? Und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute den ETS 2 im Multiplayer zusammen mit dem McManus. Hi Leute! So, wir fahren immer noch. Ich habe nur noch 2155 Kilometer. Ja, läuft. Ja. Ich habe noch 897. Schön. Warum sagt mir keiner, dass ich hierher abbiegen muss? Holy shit. So, hier ist gerade keiner. Können wir mal so eine kleine Wendemanöver machen hier. Mitten in der Strut. Dass ich direkt über Helsingborg fahre, das ist ja grauenhaft. Ne, hier war es da gar nicht. Hätte ich nicht gerade hier abbiegen sollen? Gleich mal eben eine Tanke aufsuchen hier. Irgendwie bin ich ja komplett falsch gefahren gerade. Hä, was habe ich denn hier geschlafen? Das ist natürlich etwas komisch. So, na gut, wir sind wieder auf Kurs, alles cool. Alles cool, sagt der Manus. Ist ein bisschen schwerfällig mit dem langen Getriebe, das gute Stück, aber liegt halt auch an den 17 Tonnen Fracht. So. Sonst noch irgendwelche Phobien oder Ängste? Weil wir es im letzten Part davon hatten. Ich weiß jetzt wirklich nur von Spritzen. So enge Räume habe ich kein Problem mit, da schaffe ich locker. Nö, sonst wüsste ich jetzt ehrlich gesagt nichts. Also klar gibt es Dinge, wovor ich Angst habe, aber nicht so, wo ich wie bei Spritzen bei. Was denn da? Ich weiß nicht, ob das so als Angst zählt, aber kennst du das, wenn du irgendwo bist, zum Beispiel Dachboden oder irgendwie sowas, ja? Ja. Und so Spinnweben und du weißt, irgendwo sitzt dieses Scheißvieh und du läufst so da vorbei und dann juckt mich das den ganzen Tag, weil ich denke, die hat sich irgendwo bei mir eingenistet und irgendwie nachts bei so kommt die und. Ernsthaft jetzt? Krass. Irgendwo Eier in mir ablegen oder so. Scheiße. Oh, krass, so Alien-Style-mäßig. Ja, ohne Scheiße. Wow. Ey, da soll irgendwie ein neuer Film kommen. Ja, habe ich Trailer heute von gesehen, nachdem ich den Deadpool-Trailer gesehen habe. Der sieht ziemlich gut aus, der Film. Also, habe ich auch schon nur Positives gehört, dass der neue Alien richtig gut werden soll. Und ja. Ich bin ja so ein richtig krasser Alien-Fan, ne? Echt jetzt? Ja. Alle also, Teile gesuchtet, ey, übelst. Richtig geil, Sigourney Weaver, ey, Junge. Oh ja, die war. Die immer alle Aliens weggemetzelt, ey. Die, ja. Alter, das war der Terminator in Alien, ey. Terminator in weiblicher Gestalt, ey. Ich hab Predator ganz gerne geguckt damals. Predator meinst du, ha? Predator, ja, genau, mit Arnold Schwarzenegger. Predator! Und ich hab's. Moin Jungs, ich bin's, der Predator! Du meinst den Penetrator, das war ein anderer Film. Dafür gab es ja auch damals für PC ein Spiel. Das habe ich auch total gesucht. Predator? Ja. Habe ich nie gespielt. War das gut? Also ich habe es gespielt. Da war noch hier 3D gerade gefunden. Achso. Also sehr alt. Naja, sehr Game. Altes. Ja. Sehr altes Game, ja. Aber ich habe die Filme gefeiert. Alien vs. Predator. Ernsthaft? War die ganzen eigentlich ganz gut. Wieder am Schluss da das Vieh sich mit Predator Part und dann das super ultimative Ding kommt, aber. Stimmt, das war im ersten Teil, ne? Ja. Aber geht ja nicht weiter, der Scheiß. Was, gab's da nicht zwei Teile? Ja, doch, es gab zwei Teile, aber das passiert erst im zweiten Teil. Im ersten Teil kommen die ja in die Stadt da rein. Im zweiten Teil sind die ja auf der Insel oder vertue ich mich da jetzt selber? Da war nicht irgendwo wohl in der Pyramide hier? Ach ja, Mann, das stimmt. War da irgendwas Pyramidenmäßiges, ne, dabei? Ja, genau. Die haben doch die Pyramiden gebaut oder so, ne? Ja, irgendwie wollte so da Film uns erklären. Ja. Gut, die Story war eigentlich gar nicht so schlecht, fand ich. Aber war das jetzt der erste oder der zweite? Das weiß ich jetzt gerade ehrlich gesagt nicht. Aber das war, glaube ich, das, wo dann am Schluss das Superding da rauskam. Huch. Aha. Was mach ich denn da? Genau, ja. Ach, bin ein zu früh. Ich bin ja wieder ein verrückter Kauz. Power Ranger kommt diesen Monat auch noch. Ach, hau ab.
So ein Quatsch habe ich echt als Kind geguckt. Ah, hast du den nur jetzt mal gesehen? Da geht voll ab, ey. Alter, Power Rangers. Die ganze Stadt explodiert und ich weiß nicht was, ey. Es gibt auch irgendeinen neuen Film, da sehe ich jetzt immer mal den Trailer, mit King Kong. Ach ja, den Trailer habe ich auch schon gesehen. Ja, King Kong, genau. Ja, der heißt aber nicht King Kong, der heißt... Kong Island? Nee. Irgendwie sowas, irgendwas mit Kong, ja. 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 Ja, da interessiere ich mich aber nicht so für, hab noch nie einen Teil davon gesehen. Ja, nicht der Affen, den schaue ich ganz gerne, Alter. Okay. Du nicht? Der Affen ich habe den nie gesehen, muss ich dazu sagen. Der hat ja gar keine Ladung hinten drauf, lol. Der hat einen leeren Trailer gehabt, sowas gibt's auch. Oder ist das ein Anzeigefehler? Ist irgendein DLC nicht? Nee, kann ja nicht sein. Ja, ja, aber generell so Filme ist eigentlich meine Welt. Das Problem ist immer die geilen Filme oder die Filme, was ich auch gerne schaue. Ich schaue nämlich auch wirklich ganz gerne mal so Horrorfilme oder so Thriller oder sowas. Und ja, das Problem ist nur meine Frau. Die schaut die halt einfach nicht mit mir an. Ich sag, komm hier, ich bin doch da. Kannst du unter meiner Decke mit verstecken und alles. Und aber ich will den halt dann doch schon zusammenschauen. Und dann gab es zum Beispiel zwei Filme, das war ja jetzt kein Horrorfilm, aber eher so ein Thriller oder keine Ahnung. Ja. Don't Breathe, ich glaube irgendwie. Wo die in das Haus einbrechen von diesem Blinden. Da und den da beklauen erzählt. Wollen. Ja, genau, und der, die da alle. Naja, und jetzt, den konnte ich immer noch nicht gucken. Und Blair Witch. Oh, ist da nicht der neue rausgekommen? Ja, naja, Blair Witch. Ja, genau, der heißt einfach nur Blair Witch. Also der ältere hieß Blair Witch Project. Ja. Und dann gab es aber noch einen zweiten. Also es gibt das der dritte. Ach so, okay. Ja. Das wusste ich jetzt nicht. Also der dritte oder vierte? Vierte nicht. Aber der dritte auf jeden Fall. Es gab zwei. Es gab Blair Witch Project. Ich weiß aber nicht, wie der zweite hieß, der war aber nicht so geil. Und jetzt halt Blair Witch, wo der quasi zurückreist, also da an diesen Ort, wo seine Schwester damals da verschwunden ist, keine Ahnung, oder Freundin, ich weiß nicht. Auf jeden Fall würde ich den gerne gucken, aber es ist mir nicht möglich. Ja, aber, naja, mal schauen. Ja, das ist eigentlich so meine Welt. Dafür habe ich aber... die Filme, die gucke ich ganz gerne, habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Dafür darf ich aber zum Beispiel jetzt am Valentinstag ins Kino zu, jetzt war ja Valentinstag, durfte ich ja ins Kino zu Shades of Grey, den zweiten Teil. Ne, so einen Müll darf ich mir dann angucken. Für Männer ist das echt Müll. Gut, du hast ein Kino voller Weiber, ist ja auch nicht schlecht, aber oder halt 150 Mal Rapunzel, die Eiskönigin und Cinderella, ne? Das ist, die drei Filme habe ich jetzt insgesamt bestimmt schon, Naja, sie laufen. Wie oft, weiß ich nicht, aber sie laufen täglich. Jeden Tag. Weil die Kleine darf halt jeden Tag so und so viel Fernsehen gucken, ne? Ja. Und sie darf halt, also wenn wir sie aus dem Kindergarten holen, dann wird sie halt erst einmal beschäftigt, dann wird noch gespielt, gemalt, wir gehen raus, keine Ahnung. Und dann darf sie vorm Abendbrot, keine Ahnung, 6:30 essen wir mal Abendbrot und so Viertelstunde, 20 Minuten darf sie da hier ihren Film gucken. Und dann nach dem Abendbrot darf sie immer noch mal so eine Viertelstunde mit mir gucken. Okay. Bevor sie halt dann ins Bett geht, weil es ja meistens nach dem Abendbrot ist 7:00, dann lege ich mich mit ihr immer noch mal auf die Couch bis ja kurz nach 7:00, Viertel nach 7:00, 7:20 sowas. Und dann macht Shinzi Bett fertig und alles und ich schlafe meistens ein. Und habe dann 20 Uhr die Aufnahme, in der ich dann entweder komplett zerknüllt oder gar nicht komme. Ja, wie die eine GTA-Aufnahme habe ich verschlafen, ne? Ja, gut. Also halt einfach, wenn der Akku leer ist, ne? Ja, klar. Wenn der Akku leer ist und du pennst dann auf der Couch ein und es geht nichts mehr. Also es geht einfach nichts mehr. Das Problem ist halt einfach. Ja, alles klar. Schön, dass der Funk mich gerade schon wieder den Bolzen in die Hose schießen lassen hat. Alter. Und das Problem ist halt einfach. Ich komme halt zu nicht mehr wie 5 bis 6 Stunden.
an Schlaf. Das ist halt einfach das und das ist halt dann meistens, merkt man es dann irgendwann. Ja. Wo ich jetzt krank war, ne, die Woche, oh Alter, ich habe noch nie so viel gepennt. War das geil, war das geil, ey, ohne Mist. Das war wirklich richtig gut, ey. Dass du krank bist und weißt, du musst jetzt nichts machen und alles und kannst wirklich auspennen und wirklich mal schlafen und weil der Körper einfach halt auch so geschwächt war und Kopf- und Gliederschmerzen. Ja. Und du tagsüber dann einfach so merkst, oh, du bist fix und alle, du musst dich mal hinlegen und musst dich jetzt einfach mal ausruhen und machst das dann auch. Und es ist halt genial, ey. Ne? Dann rüsselst du da, keine Ahnung, 14 Stunden am Tag. Oh, Traum. Aber das ist halt, das geht bei mir halt nicht lange, ne? Dann bin ich wieder, dann muss ich irgendwie wieder was machen, keine Ahnung. Ist ja wie freitags Livestream. Streamen wir meistens immer bis 12, 1. So, und dann gehst du ins Bett und meistens vor 1:30 bin ich nicht am Pennen und dann früh gehe ich ja immer, Samstag ist ja immer Baustelle den ganzen Tag, meist. Ja. Und dann muss ich auch 8 aufstehen. Also Samstag ist auch nichts mit Pennen. Ist auch nur 6 Stunden halt. Ja. Und auf Sonntag ist genau dasselbe. Von Samstag auf Sonntag. Sonntag nehmen wir 9.30 Uhr auf. Meistens gehst du Samstag ja nicht, was weiß ich, du gehst ja Samstag nicht 24. Nein, bitte nicht. Bitte nicht. Moment. Alter. Das heißt. Alter, das hättest du sehen sollen. Alter. Warum? Ich habe gerade in der Kurve Autobahnabfahrt bei 150 den LKW auf die Seite gelegt. Bin die, also war rechts und links keine Leitplanke an dem Kreuz, wo ich jetzt auf die andere Autobahn fahre. Und bin auf der Wiese hoch auf die Autobahn gerutscht auf der Seite und habe mich dort wieder aufgestellt. Dann? 1%. Der läuft doch. Also 6 auf die Zugmaschine und 1% auf den Anhänger. Lol. Das sah jetzt ein bisschen crazy aus. Ja. Ja, und wie gesagt, auf Sonntag ist halt auch immer ein bisschen blöd. Oh, 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 was hat er denn davor? Ja, aber nochmal im Kino zurückzukommen, ich hatte letztens auch total die Qual, ey. Mein Sohn wollte unbedingt Lego Batman gucken und... Ja. Meine Frau hat mich bestraft, da mitzugehen. Das war so, okay. So grauenhaft. Nein, Quatsch, ich hab mich voll gefreut. Ich so, klar, ich geh, komm, wir gehen los. Naja, verstehe ich. Bist du ja hier Batman-Fan? Ja, genau. Ach ja. Naja, Montag geht's dann wieder auf Arbeit. Naja. Wochenende ist immer viel zu kurz, ey. Ich finde, dass Freitag schon der Name einfach Programm sein sollte. Ja, Donnerstag schon der letzte zu sein. Dass Freitag einfach frei sein muss schon. Das wäre schön. Finde ich auch. Es wird auch Sinn ergeben. Ja. Wegen Freitag. Jo. Aber so ist es. Aber Freezy, sieh's mal so. Nur noch 40 Jahre. Ja, immerhin. Oder 37, keine Ahnung. Ah, grauenhaft. Wie lange musst du arbeiten? Auch bis 67, oder? Ja. Logischerweise. Wenn sich da jetzt nichts dran ändert. Wenn sich da nichts dran ändert, ja. 67, ey. Bin mal gespannt, wie das klappen soll. Früher hieß es mal, 40 Jahre gehst du arbeiten, ne? Ja. Ich überlege, wenn du jetzt mit 16 aus der Schule kommst, ganz normal mittlere Reife machst, Realschulabschluss, dann fängst du eine Lehre an, dann bist du theoretisch mit 19 ausgelernt. Das heißt, eigentlich könntest du mit 59 in Rente gehen. Das ist ja 40 Arbeitsjahre. Da ist die Lehre jetzt nicht mal dazu gezählt. Oh, das ist ja nicht mehr. Das ist 40 Arbeitsjahre voll. Mit 59. Arbeitest aber 8 Jahre länger. Ich weiß noch, mein Altgeselle damals, wo ich Malerausbildung gemacht habe, der hat gesagt, der hat mit 14 die Lehre angefangen. Mit ja. 14? Ja, ja. Naja, früher hatten ganz viele ja nur 8 Klassen. Ja. Mein Vater zum Beispiel, der hatte auch nur 8 Klassen. Also da gab es nur 8 Klassen irgendwie.
Also da gab es auch mehr, aber ich glaube, da normal waren da 8 Klassen. Bin mir gar nicht so sicher, hier war eine Tankstelle. Scheiße. Ich muss nämlich echt mal tanken so langsam. Oh. Also entweder muss ich Bremen raus. Muss da tanken gehen. Ja, muss ich auch. Ja, gestern war ja Samstag, also wir nehmen heute am Sonntag auf, gestern war Samstag und Samstag hat ja Randy gestreamt, ne? Ja. Da haben wir Rainbow gespielt und der spielt ja mit dem Schild, den Montage. Montage, ja. Montage, wie auch immer. Ja, ja. Und ich stehe am Fenster und da kommt da einer und ich denke, den kriegst du, weißt du, und will ihn so, der hat mich gar nicht gesehen, ich wollte ihn so von hinten in den Kopf ballern. Und der läuft Randy vor dich. Ja, bam, knall ich Randy ab. Und der flippt vielleicht noch aus. Bist du der Bescheuer? Wo sind deine Augen? Ich so, Randy, da stand einer. Ich wollte ihn nur von hinten schön abknallen. Ja. Den hab ich nicht gesehen. Aber ich war schuld. Ja, ja, klar. Aber man muss sagen, er spielt das Schild eigentlich ganz gut. Also das ja, macht also, da, es ist echt so ein geiler Job für ihn, ne? Er hat da ein paar Runden geholt mit Schild. Da habe ich gedacht, ja, läuft. Ja, also Schild. Ach, spinnst du oder was? Fahr doch mal. Kontinuierungs bitte, ja? So. Hat gerade einer geflucht, ey, im Chat hier. Boah, spinnst du oder was? Fahr da mal! Oh, wir sind durch. Ja, gut, meine lieben Freunde, wenn es euch gefallen hat, das Liken nicht vergessen. Wir sehen uns zur nächsten Folge wieder beim Manus vorbeischauen. Wir sagen tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Yo, ciao!